ein schönes Lied. Ich weiß nicht, ob es so heißt oder ob ihr das kennt oder ob ihr das jemals gesungen habt. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. So heißt es, glaube ich. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp. Und so ist es irgendwie ganz oft bei uns auch. Es plätschert einfach so. Es läuft einfach so. Es ist so ganz normaler Alltag, ganz normaler Alltagsablauf. Die Schule hat wieder begonnen, die Kinder stehen jetzt der Nacht auf, ich gehe zum Schaffen, mein Urlaub ist vorbei. Der nächste Urlaub wird erst nach Weihnachten sein wahrscheinlich. Oder nein, ein verlängertes Wochenende am 8. Dezember. Und es plätschert einfach so darauf hin. Und das ist etwas, wo wir ganz gut aufpassen müssen. Diese Routine, dieses Alltägliche, dieses Normale. Oder, jetzt sage ich ein ganz unmögliches Wort, diese Langeweile. Es ist nur langweilig. Es ist nur langweilig. Nichts Spannendes. Nichts Spannendes, nichts Spannung, nichts. Und aus dieser Langeweile müssen wir wie aussteigen. Müssen wir wie aussteigen. Dieses Routine, dieser ganz normale Ablauf, dieses ganz Gewöhnliche, dieses wirklich Alltägliche. Aber das meine ich ehrlich gesagt gar nicht. Das meine ich nicht. Sondern ich meine noch eine Stelle, eine Position tiefer, innerlicher. Eine noch, fast möchte ich sagen, tödlichere Langeweile für jede Beziehung. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt euch hier so sehe, sondern das sage ich, weil es mir selber in meinem Leben begegnet. Es ist irgendwo langweilig. Was mache ich dann? Was mache ich dann? Und dann müssen wir wie diese Beziehungen, in der wir leben, diese Familie, diese Ehe, diese Partnerschaft, wie auch immer du das nennen möchtest, dann müssen wir das wie mit Leben erfüllen. Wir müssen das unbedingt mit Leben erfüllen. Weil diese Routine, eben, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp, dieser Bach wird immer reißender, immer stärker, immer größer. Diese Routine wird immer verdichteter, wird immer stärker, wird immer, keine Ahnung, was die wird, dramatischer, langweiliger. Und jetzt kommt es darauf an, was mache ich daraus? Und wenn ich vorher gesagt habe, ja, wann kommt denn der nächste Urlaub? Ja, der kommt wirklich erst nach Weihnachten. Der kommt wirklich erst nach Weihnachten. Aber wie halte ich diese Zeit jetzt bis Weihnachten aus? Wie halte ich das jetzt aus? Wie mache ich das jetzt? Und jetzt muss ich in meine Beziehungen hinein investieren. Jetzt muss ich in meine Beziehungen hinein investieren. Jetzt muss ich in diese Beziehung zu Gott hinein investieren. Weil das kostet auch etwas. Jede Beziehung kostet etwas. Jede Beziehung zu pflegen kostet etwas. Das geht nicht einfach bloß so wie von selber. Und wir brauchen immer wieder Inputs. Wir brauchen immer wieder Inputs. Und deshalb ist es ungemein wichtig, in diese Beziehung zu Gott, in diese Beziehung zu meinem Nächsten hinein zu investieren. Und wie mache ich das? Indem ich liebe. Indem ich Gott liebe. Und wie war das bei Professor Rocchetta? Wer war damals dabei, wo der Professor Rocchetta immer da war aus Italien? Was hat der gesagt? Einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr. Was hat dieser Professor Rocchetta gesagt? Mit Umarmen,
Wie viel Mal umarmen, damit eine Beziehung gelingt? 2, 4, 6, 8 Mal am Tag? Und dann überlegen wir einmal, ja, wie ist es dann bei mir? Wie läuft es bei mir? Und ich sage das nur deshalb, weil es so wichtig ist, dass wir rauskommen, dass wir einen Schritt weitergehen. Weil sonst kommt dieses Rad ganz zum Erliegen. Sonst kommt dieses Rad auf einmal ganz zu erliegen. Und früher oder später eben ist es nicht mehr interessant. Was hat der Roketter gesagt? 2, 4, 6, 8 Mal am Tag umarmen. Einmal in der Woche, einmal im Monat, ein Tag, einmal im Jahr. So. Ist natürlich vollkommen übertrieben für uns. Es ist schon klar, schaffen wir nie, schafft man nicht so einfach. Ist eh klar. Aber irgendwie sich einmal wieder an das daran zu erinnern, um zu wissen, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Was bewegt dich? Was treibt dich um? Was hat dich heute gestärkt? Was hat dich heute geschwächt? Was hat dich was gekostet? Was hat dir Kraft gegeben? Was hat dir Freude gemacht? Was war gut? Was war weniger gut? Und so wollen wir einfach nur diesen Hinweis. Einfach nur diesen Hinweis. Was jeder daraus macht, es bleibt immer die eigene Sache.